Medizinisches Prüfungswissen in 5 Minuten. Und heute haben wir vor uns, ganz vorne, die affektiven Störungen. Das klingt nach einer kleinen Serie. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit dem Krankheitsbild, das uns auch am häufigsten begegnet in der Praxis. Und das ist die unipolare Depression. Sie sind angeschnallt und die Uhr läuft. Die unipolare Depression gehört zu den häufigsten psychischen Krankheitsbildern. Die Lebenszeitprävalenz beträgt bis zu 20%. Als depressive Episode definiert, werden die Schweregrade leicht, mittelschwer, schwer und schwer mit psychotischen Symptomen unterschieden. Typischerweise verläuft die unipolare Depression jedoch in wiederkehrenden Episoden und wird dann als rezidivierende depressive Störung bezeichnet. Bis zu 30% aller Episoden nehmen gar einen chronischen Verlauf und werden dann als persistierende depressive Störung bezeichnet. Der Häufigkeitsgipfel der unipolaren Depression liegt bei ca. 30 Jahren. Ihre 12-Monats-Prävalenz liegt in Europa zumindest relativ stabil bei 7%. Vor der Medikamenten-Ära betrug die Episodendauer im Schnitt 6 Monate. Heute zeigen bis zu 75% der Patienten nach 16 Wochen Behandlung eine signifikante Symptomreduktion. Etiologie. Der genetische Anteil wird am Depressionsrisiko mit etwa 30-40% beziffert. Frühe psychosoziale Belastungsfaktoren, Psychotraumata und Bindungsstörungen führen zu einem deutlich erhöhten Depressionsrisiko. Bei vielen Depressiven zeigt sich eine Fehlregulation der Stressachse mit vielfach dauerhaft erhöhten Cortisolwerten. Dies unterstützt übrigens die Vulnerabilität auch für körperliche Krankheitsbilder. Manche Autoren gehen noch weiter und sehen die Depression gar als eine Multisystemerkrankung. Auch konnte die Bedeutung von Ceramiden, das sind spezielle Fettsäuren, für die Depression festgestellt werden. Sie werden bei Stress und Entzündung vermehrt freigesetzt und stehen im Zusammenhang mit der depressiven Symptomatik. Die Hirnforschung postuliert für die Depression eine Überaktivität limbisch-emotionaler Regionen und eine verminderte Aktivierung der oberen, stärker kognitiven Strukturen. Neurophysiologisch wird von einer Minderfunktion monoaminerger Transmitter, das sind vor allem Serotonin, aber auch Noradrenalin und Dopamin ausgegangen. Und neuerdings wird von einer Überaktivität des Glutamatsystems ausgegangen. So wurde die Monoamin-Mangelhypothese um die Glutamat-Toxizitätshypothese erweitert. Klinik. Zu den drei Hauptsymptomen zählen wir erstens die depressive Stimmung, zweitens Interessenverlust und Freudlosigkeit, drittens Verminderung des Antriebs. Die ganzen vielfältigen Zusatzsymptome erscheinen nun neben mir, unterstrichen die Varianten, die in den Prüfungen besonders gern erfragt werden. Differentialdiagnostisch müssen somatische Krankheitsbilder ausgeschlossen werden, so die Hypothyreose, Nierenkrankheiten, Anämien, Tumoren oder auch Gehirnerkrankungen selbst. Komorbiditäten sind bei Patienten mit Depressionen häufig. Dazu zählen wir mannigfaltige körperliche Beschwerden, Schmerzsyndrome. Nicht vergessen, die Depression nennt man die leibnächste psychische Störung, weil der Leib sich häufig äußert. Aber auch Angst, Sucht und somatoforme und Persönlichkeitsstörungen sind oft begleitend zu beobachten. Die zwei großen Therapiesäulen sind einmal die Psychotherapie sowie die medikamentöse Therapie. Hier fallen die Antidepressiva. Das noch experimentelle Ketamin sowie in speziellen Fällen Lithium, Benzodiazepine und Neuroleptika. Darüber hinaus gibt es Therapieverfahren wie die Elektrokonvulsionsbehandlung, die transkranielle Magnetstimulation, die noch experimentelle tiefe Hirnstimulation sowie Verfahren wie Licht-, Schlafentzugs- und Sporttherapie.
Die medikamentöse Therapie hängt vom Schweregrad ab. So empfiehlt die Leitlinie bei unipolarer Depression bereits seit Jahren ein abwartendes Vorgehen bei leichten depressiven Episoden und empfiehlt hier explizit keine Pharmakotherapie. Der Anteil der Therapieversager beim ersten Versuch liegt immerhin bei 30-50%. 20-30% der unipolaren Depression nehmen einen therapieresistenten und oder chronischen Verlauf. In der Behandlung der Suizidalität scheint vor allem das Lithium einen positiven Effekt aufzuweisen. Alles Wichtige ist gesagt. Ja! Weitere spannende 5-Minuten-Clips als Prüfungsvorbereitung hier. Auszüge aus unseren Online-Vorlesungen hier. Sie haben noch nicht abonniert? Na, dann unbedingt hier drauf gehen. Und unten im Text Informationen über unser Online-Angebot für Sie.